So, was fehlt denn noch? Du, Heldentum. Du, Schutz vor Feuer. Du, Schutz vor Strom. Und es wird langsam Zeit, dass wir den Lichtspruch holen, der Schutz gegen alles macht. Oder war das Schatten? So oder so, den Spruch brauchen wir auf jeden Fall demnächst, um uns vor den ganzen Zaubern zu schützen. Aber dafür brauchen wir Gold. Also hoffen wir, dass darin ganz viel Gold ist. Gariks Schmiede. Elementarwesen und Gargeule haben Garik bei dem Versuch geholfen, hier machtvolle Artefakte herzustellen. Eine Handvoll Studenten führt seine Experimente fort. Das wird auf keinen Fall leer sein. Knister, Knister. Oh, hier ist mir nicht wohl. Knister, oh, oh. Okay. Hallo, Schutz vor Feuer war eine sehr gute Idee. Feuergeist, Feuermonster. Ja, da wird Verbrennen nicht wirklich viel bringen. Giftwolke? Trifft nicht. Eisstrahl macht sehr viel Schaden. Geist ist kaputt. Also wirklich viel aushalten tun sie nicht. Jetzt vielleicht? Nee. Da es keine wirklichen Lebewesen sind, ist denen Gift auch ziemlich schnuppe. Und Bolzen dann wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Ja, also ist Mürrum hier die einzige, die wirklich Schaden an ihn verursachen kann. Das ist nicht gut, denn sie hat viel zu wenig Zauberpunkte. Also ja, wir können immer noch schießen und so, aber... Hält sich in Grenzen der Schaden. Die 65 vom Eisstrahl sind echt super. Obwohl jetzt mit dem Klassenaufstieg hatten wir auch ordentlich Zauberpunkte. Hätte ich so nicht gedacht. Aber umso besser. Also, einmal hier rum. Nicht von den ganzen Feuerbällen getroffen werden. Da hinten. Was bist du denn für ein Ding? Du bist wahrscheinlich nur ein Teleporter wieder nach oben. Falls man mal runterfällt. Mehr Feuer damit habe. Schießen. Wow. Das ging aber schnell. Ah, da ist noch mehr. Wir hätten vielleicht doch mal diese Eisbomben kaufen sollen, wo man auf einen Gegner schießt und dann fliegen in alle Richtungen Blitze weg. Also Eisblitze. Aber so weit scheint es auch ganz gut umzuklappen. Feuerwesen. Bist du die zweite oder die dritte Stufe? Feuermonster scheint Stufe 1 zu sein. Du bist gleich kaputt und gehst in Deckung. Ey. Okay, von hier aus können wir nichts ordentlich treffen. Kommt mal ein bisschen weiter hier hin. Wie soll ich da rüberkommen? Ah. Okay. Noch irgendwo was? Nein. Ein Stab. Flammenstab. Ja, okay. Macht Sinn, in einem Feuerdungeon einen Flammenstab zu finden. Aber der bringt uns hier nicht viel. So, und du machst die Brücke bestimmt auf. Jo. So, kommt ihr jetzt hier irgendwo hin? Ja. So kann ich euch doch mal gut treffen. Au. Repariert. Repariert. Noch irgendwas kaputt? Nö. Oh, hast du vielleicht noch andere Stäbe? Ah. Ja, nee. Nicht solche Stäbe. Nö. Okay. Schießen, schießen. Einer weg. Schießen, schießen, schießen. Einer weg. Und Kiro hat schon wieder irgendwas kaputt gemacht. Repariert. Was? Ein Schwert in seinem Inventar? Das ist interessant. Um nicht zu sagen unfair, aber okay. Du Ring kaputt. Repariert. So. Und genau deswegen ist es wichtig, dass nachher jeder reparieren Skill. Mindestens auf Experte. Oder halt Meister später. Da bräuchte jemand mal eine Heilung. Du wolltest heilen, da. So. Klick. Eine Kraftheilung und schon sieht das Ganze viel besser aus. Neuer Schalter. Neue Feuerelementare.
Oh, dich kümmere schon fast um den Nahkampf, oder? Jo. Sehr gut. Hau ihn, hau, hau. Ist schon wieder Feuerwesen. Ich frage mich gerade, ob es eine dritte Stufe überhaupt gibt. Wenn ja, könnte die garstig werden, weil die zweite macht schon ziemlich Schaden. Also primär bei unserer Ausrüstung. Und das, obwohl wir Schutz vor Feuer haben, ne? Repariert. Ich will gar nicht wissen, wie das ohne wäre. So, hauen, zaubern. Und du solltest mal geteiltes Leben und danach Mürremegierungen heilen. Weil bei denen wird halt prozentual am meisten abgezogen, weil sie am meisten Trefferpunkte haben. Hauen, zaubern, hauen, hauen, zaubern, hauen, heilen. So. Weg, weg. Wir sollten gleich mal gucken, ob wir hier irgendwo schlafen können. So. Also, zurück, 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 zurück. Über die eine Brücke. Ist hier noch irgendwas? Also sieht nicht sehr gemütlich aus. Und schlafen würde ich hier auch den Steg auch nicht wollen. Da fehlt unsere Helden etwas abgebrühter als ich. Nö. Wir wollen ja auch nicht schlafen. Aber wir müssen raus. Wir brauchen Zauberpunkte mit Mürrem. Und das war's eigentlich schon. Hatten wir um nicht einen Gegenstand, um Zauberpunkte zu regenerieren? Warte mal, wer hat den bekommen? Rüstungsklasse, Charisma. Regeneriere Zauberpunkte mit der Zeit. Du? Zieh mal ganz kurz diesen Ring da an. Und Schlafenstunde. Aha. So. Die Buffs sind jetzt alle weg, das ist ein Problem, aber. Das kriegen wir hin. So. Und jetzt können wir noch ein kleines bisschen länger hier drin kämpfen. Den Ring kannst du gerne wieder abgeben. War das der? Nein, das war der toll aussehende. Der da. Na komm. So. Nimm, 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 dahin. Also, jetzt können wir ein kleines bisschen länger hier drin kämpfen und so hoffentlich einen Bereich freischlagen zum Schlafen. Aber wir haben ja noch 17 Nahrung, die würde ich auch ganz gerne verbrauchen und nicht extra wieder irgendwo raus teleportieren. Tieren, warte mal. Hey. Stadtportal haben wir, also wir können jederzeit raus, aber wir können nicht zurück. Dafür bräuchten wir Lloyd's Beacon. Das wäre natürlich ideal. Wir würden einfach hier einen Marker setzen, würden uns mit Stadtportal in die Stadt teleportieren, könnten da in Ruhe schlafen, Ausrüstung verkaufen, kaufen, Nahrung holen und so weiter und teleportieren uns dann mit Lloyd's Beacon wieder zu dem Marker hier zurück. Aber der kostet auch einigermaßen was. Aber... Oh, 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 oh. Das war knapp. Und du bist gar kein Teleporter? Ah, doch, okay. Und unser Auge sieht da hinten... blaue Punkte. Achso, es wird hier drin sein. Okay. Das ist irgendwie unheimlich gerade. Wow, okay. Die könnten aber Feuerschaden nehmen. Du heilen, du. Du Schutz vor Feuer. Du Schutz vor Kälte. Du Schutz vor Elektrizität. Du Segen. Und nochmal Kraftheilung. Und jetzt. Wow, okay. Unten mal sehen. Was haben wir denn da? Hexer. 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 155. Oh. Ein durchschnittlicher, wenn nicht sogar guter Verbrennenspruch. Und er ist nicht mehr auf 50%. Das könnte interessant werden. Und sie ist wahnsinnig. Ja. Du... Wir haben keinen Wahnsinn heilen. Okay. Das mit dem Stadtportal werden wir wohl doch demnächst in Anspruch nehmen müssen. Du kannst ja noch wenigstens ordentlich zaubern. Ja, so weit, so gut. Hauen. Verbrennen.
Gleich ist er tot. Ja, schon. Au, au, au. So, eine tot und... Ja, Lays. K.O. Das sind aber Zauberer und keine Hexe. Also wir haben Magier, wir haben Hexer. Die haben anscheinend gleich viele Lebenspunkte. Und Zauberer, die auf jeden Fall schwächer sind. Okay, nächstes K.O. Wir müssen weg hier. Stadtportal. Mist. So. Garstig, garstig. Runden basieren weg. Und bitte hier ein Tempel. Können wir unsere Dienste anbieten? Alles heilen. Leb wohl und viel Erfolg. Also wir brauchen Irrsinn heilen. Das wird bestimmt wieder was kosten. Also wirklich schön ist der Dungeon nicht. Der ist doch ziemlich anspruchsvoll. Vielleicht sollten wir uns erstmal woanders umgucken. Zum Beispiel in der Wolfshöhle zu Ende. Das müsste jetzt ja machbarer sein. Oder in Darkmoor, wo die Untoten waren, wo wir den Drachen gekillt haben. Das müsste eigentlich wesentlich einfacher sein. Anstatt von sich dadurch quälen. So, was mit dem Speer? Irgendjemand in den Kommentaren meinte, dass der hier sogar mehr Schaden macht als der andere. Das bezweifle ich irgendwie, aber ich teste mal kurz. Also 10 bis 19... Ne, 10 bis 18 machst du. Du machst... 8 bis 18. Oh. Ups. Ja, dann ist der doch besser. Vielen Dank für den Hinweis. So. Du kommst weg. Also wir können kurz zum Waffenhändler, zum Rüstungshändler. Glück plus 8, den wollten wir behalten. Aber das andere können wir verzaubern. Ausdauer plus 8. Hat irgendjemand noch kein Amulett? Nö, okay. Dann kann das soweit weg. Was kann ich dir bringen? Verkaufen, das und das. Danke. Komm bald. Oh, warte mal, wie viele Schwierigkeitspunkte hast du? Wir könnten Handeln langsamer steigen. Weil ich meckere die ganze Zeit, dass wir kein Geld haben. Und Handeln ist halt mit die einfachste Möglichkeit, schnell an Gold zu kommen. Weil man wesentlich mehr bekommt, wenn man Sachen verkauft. Und es graut mich davor, in die Trainingshalle zu gehen. Also wir können so eh, wir haben ja keine Level dafür. Aber das wird langsam doch ziemlich teuer. Und es ist ganz schön peinlich, wenn wir Helden nicht mal unsere Trainingseinheiten bezahlen können. Wie geht's? Wie geht's? Weg mit dir. Also, wir wollen Stadtportal nach Blackshire. Und bei Blackshire wollen wir in die Wolfshöhle. Auge ist noch aktiv, die Schutzzauber sind auch noch aktiv. Wir holen auch gleich dazu Heldentum. Und dann war es das eigentlich schon. Wir waren ja schon mal drin. Und es war ein wenig zäh. Aber jetzt haben wir wesentlich mehr Zauberpunkte mit Mürrim. Wir haben ein paar Stufen dazugekommen. Also alle haben mehr Trefferpunkte und mehr Zauberpunkte. Und wir haben mit Lay auch noch den Schrapnellzauber zum Beispiel und die Giftwolke. Also gucken wir mal, wie gut wir jetzt zurechtkommen. Genau, hier oben hatten wir versucht zu schlafen, dann wurden wir überfallen. Haben wir die schon umgebracht? Ja. Also an dem Stoßtrupp hier haben wir uns schon mal gerecht, das ist gut. Den leeren Kessel, ja, Kessel leeren wir immer sofort, die sind nämlich toll. Und da sehe ich Leichen. Schon mal guter Anfang. Du, Leichen plündern. Ist alles Gold. Gold, 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 Gold. Oh, ein magisches Gebräu. Du bist wichtig. Also ja, alle Charaktere sind natürlich wichtig. Aber es gibt immer wichtigere. Gleich und gleicher, ne? So, was haben wir hier hinten? Minus, minus. Also merken, da oben ist der Eingang. Ritter. Kaputt, kaputt. Oh, warte mal, da kann man ein paar zusammenziehen. Oh, 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 oh. Ich habe gerade das Gefühl, wir haben einen riesen Fehler gemacht. Aber komm, das ziehen wir jetzt durch. Au, au, au. Love Forest. So, und runden wir sehen.